Teil 3 von meinem Sommershirt. Heute stricken wir einen Eikottrand nachträglich dran. Hallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder, eure Bianca vom Wollaus Team. Ja, heute der letzte Teil von meinem Shirt. Ich bin so weit jetzt, ich freue mich schon richtig drauf, ihn zu tragen. Heute widmen wir uns den V-Ausschnitt. Und zwar habe ich wirklich lange hin und her überlegt, was stricke ich da dran. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, einen Eikottrand dran zu stricken, weil so gefällt mir das eigentlich ganz gut. Aber ich finde das hier hinten, es rollt sich doch sehr ein, das gefällt mir gar nicht. Da habe ich mir gedacht, ich stricke jetzt hier einfach einen Eikottrand dran. Für die, die die anderen Teile nicht gesehen haben, die Wolle, die ich hier benutzt habe, es ist schon sehr, sehr dünn. Es ist jetzt hier der Rest. Es ist von Novita die Woolly Wood. Wir haben 70% Modal und 30% Wolle. Und ich stricke das zweifädig. Und zwar auch von Novita die Tuuli. Wir haben hier 60% Mohair und 40% Viskose. Achso, die Lauflängen habe ich gar nicht gesagt. Hier haben wir 25 Gramm Knäuel, 225 Meter und hier ein 100 Gramm Knäuel und die hat ebenfalls 225 laufende Meter. So, ihr braucht heute von einem Nadelspiel zwei Nadeln. Ich stricke das jetzt mit einer Vierernadel. Ich habe den Pulli in 6 gestrickt und werde den Eikottrand mit 4 stricken. Ja, dann würde ich sagen, holt euch euer Nadelspiel raus und wir legen los. So, wir nehmen uns den Faden und eine Nadel vom Nadelspiel und schlagen als allererstes einmal 4 Maschen auf meine Nadel an. Ich mache das einfach mit einem Kreuzanschlag. 4 Maschen anschlagen, 2, 3 und 4. So, ich fange tatsächlich hier vorne in der Mitte an. Ich werde das dann nachher so zusammennähen, dass sich das hier einmal kreuzt. Ihr könnt euch die Stelle so aussuchen, wie ihr das möchtet. Ihr könnt es auch hinten anfangen, also da, wo ihr das möchtet. Ich werde, wie gesagt, hier vorne direkt hier in der Mitte anfangen. Und da holen wir uns, ich glaube, ich komme einmal ein bisschen weiter nach unten. Ich glaube, dann kann man das besser sehen. So, hier ist meine Mitte. Und ich hole mir jetzt hier diese beiden Fäden. Und hole mir hier einmal den Faden. So, jetzt schiebe ich einfach meine Nadel durch die Maschen durch. Und die andere Nadel sollte ich natürlich auch zur Hand haben. Und jetzt stricke ich 3 Maschen rechts ab. 1, 2 und 3. Und jetzt habe ich ja hier 2 Maschen noch auf der Nadel. Und diese beiden Maschen stricke ich rechts verschränkt ab. Jetzt gehe ich zur nächsten Masche. Hole mir hier wieder den Faden. Schiebe die Nadel wieder einmal so einfach hier durch und stricke wieder 3 Maschen rechts. 1, 2 und 3 und 2 Maschen rechts verschränkt.
Jetzt gehe ich zur nächsten Masche. Hier habe ich ja mein Knötchenrand. Ich sehe man zu. Ich nehme mir ganz gerne. Ja, also da gibt es jetzt keine Formel. Ich gucke jetzt mal, wenn ich hier nehme, dass es kein großes Loch gibt. Schiebe den wieder hier durch und stricke wieder erst die drei Maschen rechts, 2 und 3, zwei Maschen rechts verschränkt. Also das dauert auch wirklich ein Weilchen. So, und ihr seht ja, ich nehme mir immer ganz gerne immer so von der Seite. Aber ich denke, ich gehe noch eins davor. Ich steche immer nicht durch, weil ich finde, wenn man so durchstecht, das habe ich tatsächlich bei der ersten Masche nur gemacht, dann gibt es immer so ein Loch. Und wenn man so von der Seite sich da so einen Faden rausholt, ich mache das lieber so. Ihr könnt das aber tatsächlich so machen, wie ihr das möchtet. Ihr könnt auch durchstechen, wenn ihr das besser so könnt. Ich gehe immer von der Seite. Also dann immer 3 Maschen rechts und 2 Maschen rechts verschränkt. So, und hier entsteht jetzt schon dieser Eichhornrand. Und so gehe ich jetzt Masche für Masche. Mir immer einmal den Faden, schiebe das durch und stricke die 3 Maschen ab. So, ich werde jetzt Masche für Masche so meinen Rand machen. Upsala, ihr seht, wieder zurück. Wie gesagt, das dauert jetzt wirklich ein Weilchen, aber ich finde so ein Eichhornrand, das ist, ich finde, das ist so mein Eyecatcher. Ich mag das wirklich unheimlich gerne und der passt sehr, sehr gut hier zu meinem Shirt. So, ich werde jetzt hier einmal ringsherum stricken und hier vorne sehen wir uns dann wieder, wenn ich das hier einmal vernähe. Bis gleich! Ich bin jetzt einmal ringsherum und ich finde die Kante wirklich richtig, richtig schön. Irgendwie finde ich gerade mein Licht sehr komisch. Naja, wir lassen es jetzt gerade so. Ich habe es jetzt, ich glaube, ein bisschen anders hinbekommen. Aber es ist irgendwie heute ganz komisch, mein Licht. So, also mein I-Cord ist fertig. Also mir gefällt das unheimlich gut, die Abschlusskante. Und jetzt sind wir ja hier vorne wieder einmal angekommen. Und jetzt müssen wir die 4 Maschen natürlich noch einmal zusammen abketten. Ich drehe mal meine Kamera ein bisschen anders. Das ist wirklich komisch heute, das Licht. Also meine Finger sehen ganz komisch aus. Na gut, also wir stricken die ersten beiden Maschen rechts. Also ein rechts, die nächste rechts, die wird über meine Masche rübergezogen, die nächste wieder rechts, die ziehe ich auch hier über meine Masche rüber und die letzten beiden werde ich auch noch mal rechts verschränkt abstricken, wie wir das bei dem I-Cord auch gemacht haben. Und jetzt werde ich die eine Masche über die andere Masche ziehen. Ups. Zack. So, dann nehmen wir die Schere. Schneiden das Ganze großzügig ab. Naja, großzügig ist was anderes, Bianca. Aber zum Vernähen wird es reichen.
So, jetzt muss ich einmal tatsächlich gucken, wie ich das mache. Ich würde ganz gerne. Das ist immer, wenn ihr live dabei seid. Ich würde ganz gerne das einmal so haben. Und dabei werde ich, denke ich, das Ganze ein bisschen umklappen. Ihr seht, ich muss tatsächlich jetzt einmal ein bisschen gerade probieren, weil ich das gerne so haben möchte. Ich glaube, ich hab's. Also, nehmen uns die Nadeln. Ach, ihr seht, ich habe alles von von Nantenmoon. Ich hätte gerne eine kleinere. Das ist die kleinste, die hätte ich jetzt gerne. So. Ziehe ich mir hier drauf. So, und jetzt muss ich tatsächlich gucken, dass ich, also ihr seht auch, ich muss jetzt gerade ein bisschen fummeln, weil ich noch nicht so genau, ich werde das doch hier etwas unterhalb meines I-Cords anbringen, dass ich das hier ein bisschen so nach unten reinwölbt. Ich gucke mal, ob ich das ein bisschen höher ziehen kann. Also mein I-Cord geht jetzt bis hier und ich gehe so ein bisschen darunter, weil ich möchte gern, dass sich das so nach unten reinzieht. Ah, genau, so will ich das haben. Dass sich das hier so ein bisschen unten reinzieht. Wie gesagt, ihr seht, ich muss auch jetzt einmal gerade ein bisschen. Ich habe mir da jetzt ja noch so gar keinen Kopf gemacht. Ich hätte nur gedacht, so möchte ich das gerne haben. Werde mir jetzt hier die Maschen, die ich gerade abgekettet habe, ich nehme mir dann nur das vordere Maschenglied und ziehe das so ein bisschen, also ich das eine Maschenglied hier und gehe auch etwas unterhalb von meinem I-Cord, dass das so ein bisschen nach unten verschwindet. So genau gefällt mir das. So, die andere Kante möchte ich hier am Rand, hier so da dran haben. So, und so werde ich das jetzt auch ganz schnell festnähen. So, einmal sichern. So, also so gefällt mir das sehr gut. Doch, genau so habe ich mir das gedacht. Dass die Seite darunter verschwindet. So, ich werde das jetzt gleich noch ein bisschen sichern. Aber ich denke, ihr seht, wie ich das meine. Dass das hier so ein bisschen unten verschwindet. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Und das andere kommt jetzt hier an der Seite, werde ich das noch dran nehmen. So, das war's von meinem Pulli. Ich bin sowas von froh, dass ich das gemacht habe. Der ist so schön geworden. Ich freue mich auch tatsächlich aufs Anziehen. Es ist zwar jetzt im Moment noch etwas kalt, aber ich ziehe mir dann da erstmal eine weiße Bluse drunter, dass ich den jetzt gleich schon tragen kann. Da freue ich mich wirklich drauf. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Es ist zwischendurch immer mal so ein bisschen chaotisch. Ich habe vorhin gesehen, in dem zweiten Teil, da habe ich aus Versehen, ich meine, an dem einen Ärmel die Fünfernadel rangeschraubt, habe das aber eine Runde später gemerkt, habe die dann als Sechser wieder ausgetauscht. Aber das passiert dann im Eifer des Gefechts, wenn man dann da so voller Euphorie ist und sofort loslegen will und weiter stricken will und ich habe immer schon den nächsten Schritt im Kopf und das tut mir leid, wenn es dann manchmal so etwas chaotisch ist. Aber ihr kennt mich ja, so sind wir, sage ich immer, so sind wir. So, jetzt ist gut. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Es gibt natürlich Tragebilder. Ich denke, Nicola und ich werden damit
hundertprozentig einmal live gehen, wenn ich den jetzt einmal anhabe, dass ihr den auch in ganzer Pracht sehen könnt. So, wir freuen uns natürlich wie immer über das Däumchen nach oben. Das Abo nicht vergessen und die Glocke, die müsst ihr drücken. Dann verpasst ihr keins von den nächsten Videos. So, dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Bianca vom Volos Team. Thank you.